Santa Barbara, das Paradies am Pazifischen Ozean, bietet 300 Tage Sonnenschein im Jahr. Hier trifft ein unkomplizierter Lebensstil auf Menschen mit kosmopolitischem Hintergrund. Strand, Wein und Glamour sind hier längst nicht alles. Architektur, Kultur und kulinarische Höhepunkte jagen hier um die Wette. Die Landschaft ist abwechslungsreich, mal Berge, mal Meer oder kleine Seitentäler mit Weinanbaugebieten. Hier ist keine Langeweile angesagt. Das mediterrane Klima sorgt für eine florierende Landwirtschaft und eine Produktvielfalt wie sonst nirgendwo. Die Restaurants wissen es zu schätzen und bieten lokale kulinarische Köstlichkeiten. Einen kulturellen Höhepunkt, den Sie in Santa Barbara nicht verpassen sollten, ist die Arts and Crafts Show, der sonntägliche Künstlermarkt. Wir sind hier auf dem berühmten Künstlermarkt von Santa Barbara. Ich glaube, dass das sogar der am längsten intakte Künstlermarkt in den ganzen USA ist. Den gibt es nämlich schon seit den 70er Jahren. Auch mein Vater hat hier jahrelang seine Gemälde gezeigt. Er war sogar der Mitbegründer dieses Marktes. Sein Name war Dario, wie ihr ja schon wisst. Als Kind kam ich hierher, um meinen Vater bei seiner Arbeit zu beobachten. Doch er spielte lieber Schach und schickte die Leute weg, die an seinen Bildern interessiert waren. But he did. It's a lot of artwork down here. Mit einem Café to go in der Hand genüsslich über den Markt zu laufen, ist ein Erlebnis. Und die Gespräche mit den Künstlern sind wie das Dessert nach einem guten Essen. Ich heiße Luc Histoire. Ich male diese schönen Bilder hier. Ich kam vor fast 40 Jahren nach Santa Barbara. Ich habe eine Weltreise gemacht und dabei habe ich mich total in Santa Barbara verliebt. Es ist schön, der blaue Himmel, das Wetter hat eine Menge damit zu tun, dass es mir hier so gut gefällt. Ich komme ursprünglich aus der Normandie. Ich vermisse Europa nicht. Ich genieße das Hier und Jetzt in Santa Barbara. In meinen Bildern geht es um Spaß und Lebensfreude. Sie sind sehr verspielt. Sie werden sogar noch verspielter. Diese Bilder hier sind noch kreativer. Hier lasse ich mich einfach völlig gehen. Es ist einfach fantastisch. Excuse me. What are your paintings about? My paintings are about fun. If you look at them, they are very playful, free, and they become even freer and freer when you move into my I call it a Zen art painting. That's where you transcend the mind and you just let the creative juices flow through you. Nicht nur die Menschen scheinen in Santa Barbara ihr Glück gefunden zu haben, auch viele Tiere. Beim Spaziergang rüber zum Fischmarkt im Hafen kann man so manches Naturwunder beobachten. Auf dem Fischmarkt trifft man wie jeden Samstagmorgen Paul. Er ist schon seit über 30 Jahren Fischer in Santa Barbara. Am liebsten fährt er raus aufs Meer und wenn es so richtig schaukelt, dann fühlt er sich wohl. Im Angebot hat er immer das, was er so fängt. Und das kann von Woche zu Woche unterschiedlich sein. Einmal hat er sogar eine 10 Jahre alte Flaschenpost im Netz gehabt. Wie bist du Fischer geworden, Paul? Ich glaube, dass ich schon als Fischer geboren wurde. Mit dem Fischen habe ich als ganz kleiner Knirps angefangen. Mein Vater hat der Navy im Zweiten Weltkrieg angehört. Er hat mich zum Fischen gebracht. Was ist das Beste daran, Fischer zu sein? Das Abenteuer, auf dem Meer zu sein, die Tiere zu beobachten und auch sogar gut zu verdienen. Es ist kein leichtes Leben, aber es macht mir viel Spaß. See the wildlife and surf remote areas that no one's ever surfed before. Rockfish and rock crabs. Diving and make a good living at it too. So it's not an easy life, but it's a lot of fun. Zu einem guten Stück Fisch passt frisches Gemüse. Dieses gibt es täglich frisch auf dem legendären Santa Barbara Farmers Market. Alles Bio, versteht sich. Dahinter steckt die Philosophie von der Farm frisch auf den Tisch. Ja.
Wer möchte nicht wissen, wo sein Essen herkommt? Auf den zahlreichen Farmen, die fast allesamt über Jahrhunderte hinweg in Familienhand sind, ist dies möglich. Hier kann man erfahren, wie die verschiedensten Produkte hergestellt werden. Modernität und Schnelllebigkeit haben hier noch nicht Einzug gehalten. Stattdessen zählen Wurzeln und Treue zu Land und Natur. Ist das Leben auf der Ranch nicht eine Männerwelt, Elizabeth? Ich denke schon, aber ich liebe es, draußen zu sein. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Mein Vater hat mich wie die Männer eingespannt. Ich wollte immer auf der Ranch arbeiten. Elizabeth, für was bist du auf der Ranch verantwortlich? Ich kümmere mich um den Rinderhandel und unser hauseigenes Rindfleisch, damit wir in Santa Barbara frisches Rindfleisch haben. Our beef operation and Rancho San Julian beef and what we do with the steers right behind me. It's great so that in here in Santa Barbara County that we can have local beef. Santa Barbara ist ein wahres Paradies für die Sinne. Sehen, schmecken, riechen, man kann gar nicht genug davon bekommen. Und es geht einfach nichts über selbst gepflückte Avocados oder Zitronen.